Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen auf meinem Kanal, der Bastelhannes. Es geht weiter, und zwar mit der Bismarck. Und diesmal geht es wirklich mit der 35 weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ist eine ganze Menge zu kleben wieder. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn wir ins Heft reingucken. Bis gleich. So, liebe Leute, dann wollen wir mal reinschauen in der Ausgabe 35 von der Bismarck. Wir bauen einen Halter, einen neuen. Wir haben wieder ein Stück Rumpf und haben die Teile von dem vorigen, was wir jetzt brauchen. So, dann wird, wie gesagt, eine ganze Menge geklübt, gefummelt, gemacht, getan. Dann kommt der Radarmast hier rauf und dann wird noch der Rumpf weitergebaut und dann sind wir auch schon mit dieser Ausgabe fertig. Und wir blättern weiter nochmal durch. So. Okay, liebe Leute, dann schauen wir mal ins... Achso, ich habe schon ausgepackt. Und zwar sind hier drin diese Schrauben, das hier und das Rumpfteil. Und das habe ich schon mal fertig gebaut, weil der Rumpf jetzt hier schon steht. Und der ist echt wackelig ohne dieses Teil. Deshalb habe ich mich schon mal entschieden, den hier hinzustellen. So, passt aber immer noch nicht so richtig alles. Aber wie gesagt, das sind die Teile, die dabei sind. Alles andere haben wir ja bei den vorigen Teilen. So, dann bereite ich nochmal vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, auf geht's. Und zwar fangen wir an mit zwei solchen Teilen, die hier, da und da reinkommen. Einmal und so, dann kommen hier, und zwar da und da noch, einmal, zweimal diese Teile ran. Und dann auf dieser Seite noch eins. So, ups. Bleiben Sie mal ein bisschen gerade hier, junger Frosch. So. Einmal ganz klein Dipsel hier drunter und dann haben wir diese beiden auch fertig. Dann kommt und zwar jetzt eine Küste.
Kirschstadt, die. Auch mal kurz bearbeitet werden muss. So, und die kommt jetzt okay. Hier kommt eine hin. Und die andere, die ich jetzt auch noch mal schnell. Okay, das ist irgendwie. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Und die zweite Kiste kommt hier so hin. Eigentlich sollte das passen. So, nur aufpassen, und zwar hier auf der Seite, da sind nur diese kleinen Löchlein für die Reding, schätze ich mal, und diese Dinger sind ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, nicht, dass man das Ding falsch rum reinsetzt, dann ist nämlich dieses Löschle verdeckt, und das sollte nicht der Fall sein. Also, ein bisschen weiter nach innen demnach. Und hier genau dasselbe, damit man hier nicht an den Radarturm, der dann nachher dann noch raufkommt, ranstößt. Also. Zack. Und schwupp. Schon haben wir wieder ein paar Sachen rangebüffelt. Jetzt kommen wir zu diesen schönen Sachen hier. Und zwar kommen die jetzt hier ran, jeweils zwei. So, und zwar. So einigermaßen gerade hinkriegen, so dass der Turm ja noch hier aufpasst. So. Nummer 1. Und Nummer 2.
Okay, damit haben wir diese beiden Teile fest. Und dann kommt jetzt noch dieses schicke Teil hier, kommt hier ran. So. Und schwupp. Jo. Jetzt das hier wegpacken. Kommt und zwar dieses Dingetchen. Jetzt hier so rein. Und das wird nur raufgesteckt. Ups, nicht gut. So, zwar sind da so zwei so eine Löchleins, eckigen. Da sollte das Ding eigentlich jetzt aufpassen. Eigentlich. Bisschen blöd gemacht, ne? Wenn die nicht beide gleichzeitig triffst, hast du verloren. So, und dann biegt man die Dinger hier vorne weg. Vielleicht hätte man die danach erst noch aufmachen sollen. Und schwupp. Ganz klein bisschen Kleber nachmachen. Dann funktioniert das auch. So, wie gesagt, das Ding ist nur raufgesteckt. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Kabellage. Und jetzt haben wir dieses Teil hier. Und hier müssen wir die ganzen Kabel hier durch. Stopfen. So. Kabel durch. Und das Ganze hier auf. Jetzt müssen wir das Ganze hier umdrehen. Und schauen, ob wir jetzt auch wirklich die ganzen Kabel 1, 2, 3, 4 haben wir jetzt zumindest durch. Und dann packen wir das erstmal wieder hier hin. Kommen 4 BP-Schrauben zum Einsatz. So. Mal gucken, dass wir das Ding hier so irgendwie ich setze die erstmal an.
So, eine. Zweimal. Ich werde nur nicht hier irgendwie so raufstecken oder rauflegen. Angst habe, dass wir dann hier so Sachen abbrechen. Also, mal schauen, dass es doch so klappt. Okay. Na, nur dreh nicht durch hier. Dreht hier völlig durch, das Ding. So, jetzt, achso, wartet mal. Haha, jetzt kommt noch, und zwar von der anderen Ausgabe, nämlich diese Dinger hier. Mal gucken, wie wir das hier rausgeknipst kriegen. Wahrscheinlich hiermit gar nicht. Okay, mal gucken. Aua, oh, alter Scholowinski. Ach, jetzt breche ich mir nur die Finger hier. Der Zahn komme ich da so ein bisschen blöd rein. Also. Na gut. Ich versuche das erstmal rauszukriegen. So, wollen wir mal schauen, ob wir das so hier reinkriegen, wie wir das hier wollen. Nicht, dass das so einfach ist. Okay, einfacher als ich erwartet habe. Aber wollen wir mal nicht den Abend vor den Morgen loben. So, und jetzt das gleiche noch auf der anderen Seite. Und zwar hier. Aha. So, war ja klar, eine Seite klappt gut, die andere Seite weniger gut. So. Okay. Damit haben wir jetzt aber wirklich dieses Teil fertig. Oh, war ja. Kann ja noch was werden. Da kommen ja noch einige von diesen Dingern, was ich so schon gesehen habe bei anderen. Und ja, freue mich schon ganz riesig drauf. Kleber können wir jetzt mal wegpacken. Weg.
kann man auch mal zur Seite packen. Na Quatsch, den Schraubendreher brauchen wir dann noch. Minch. So, jetzt geht's weiter. Und zwar natürlich andersrum kommt's ran. Sodele. Ich hoffe, das klappt jetzt wieder so einigermaßen mit der Kamera, weil manchmal habe ich ja ein bisschen so Probleme, wenn da irgendwas Silber ist. Mit dem Scharfstellen. So, damit ist das, Alter, Scholominski, ist das ein, Alter. Ich würde keinen Einbrecher empfehlen, hier einzubrechen oder versuchen einzubrechen. Wenn ich das Ding den Kopf haue, der steht nicht mehr auf. Okay, und jetzt haben wir eben halt diese drei Dinger hier, die wir dann mit diesem Teil hier aufstellen können. So. Jo, ist noch nicht so der perfekte. Ich glaube, das Ding ist auch falsch rum. Ja, so sieht es besser aus. Muss noch ein bisschen weiter hierher, das hierher und damit haben wir schon mal einen großen Teil fertig. So, liebe Leute, so sieht das dann schon mal hier vorne aus, wo man dann diese Geschütze und alles schon mal haben und hier ist irgendwas weggebrochen. Mal gucken. Mal ein bisschen gerade machen, aber so soll es dann irgendwann mal aussehen. Hier haben wir dann was wir jetzt auch so gemacht haben und das soll dann hier hinten so ran. So. So soll es dann irgendwann mal ausschauen. Hoffentlich. So, okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Also haben wir schon wieder ein Stück von der Bismarck geschafft. Bis gleich. So, liebe Leute, das war auch schon wieder die Ausgabe 35. Damit haben wir auch schon wieder 4 Ausgaben abgehandelt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder so lange dauert, bis ich die nächsten Ausgaben bekomme. Und dann geht's auch weiter mit der Bismarck. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, euer Bastlanes. Ciao, ciao.